Gute, meine Freunde, willkommen zurück zu Battlestation Harbinger. Das Spiel hat euch ja ganz gut gefallen und mir auch. Nach dem letzten Mal habe ich, glaube ich, noch 5 Stunden offscreen weitergespielt und sogar noch Schiffe freigeschaltet. Eins davon seht ihr jetzt auch gerade hier, kann ich gleich noch ein bisschen was zu erzählen. Ja, und ich dachte mir, wir nehmen noch mal eine Runde auf, weil ich demnächst wieder Messe habe. Das könnte sogar sein, dass ich da jetzt gerade arbeite, wenn ihr das Video seht, das weiß ich noch gar nicht so genau. Auf jeden Fall habe ich da nicht so viel Zeit, um aufzunehmen und dann produziere ich einfach ein bisschen was im Voraus. Und das hat sich einfach angeboten, weil ich dachte mir, warum nicht? Ja, wir gucken mal kurz in unsere Sternenkarte auf unsere Mission und wir müssen mehrere Schiffe zerstören. Ja, genau, die befinden sich hier irgendwo in dem Bereich. Das kennt ihr ja mittlerweile, das Interface, ziemlich simpel. Ich glaube, das Spiel ist mittlerweile ja auch schon released, das heißt, ihr könnt es auch selbst spielen. Wenn ihr jetzt Lust bekommt, ist keine Preview mehr hier. Was wir jetzt aber zuerst machen, ist, wir statten mal unser Schiff aus. Und jetzt kann ich vielleicht noch mal ein bisschen was zu dem Schiff erzählen. Und zwar ist das ein Carrier. Also ich kann hier wieder Drohnen reinpacken. Der ist aber vom Rumpf her stärker und auch von den Schilden stärker als unser letztes Schiff, was wir hatten. Und ich kann hier eben 2 schwere Waffen reinpacken, 2 von den leichten und dann noch ein Slot mit Drohnen etc. besetzen. Wir werden jetzt auf jeden Fall mal eine schwere Waffe kaufen. Ich hatte da an was hatte ich gedacht? Ich glaube, eine Projektilkanone nehmen wir mal. Und ich glaube, wir nehmen noch mal eine Energiekanone, weil die ja durchaus eine größere Reichweite hatte als der Laser. Ja, ordentlich. Und auch sehr gut ist gegen Schilde und eine ganz gute Kadenz hat. Der Rumpfschaden wird zwar nicht besser werden bei dem Ding, aber der Schildschaden kann doch um einiges hochgehen. Und hier die Projektilwaffen, die machen ja ordentlich Rumpfschaden. Von daher ist das schon okay. Und dann werden wir uns auf jeden Fall noch ein paar Bolter kaufen hier zur Raketenabwehr. Das ist noch nicht ganz so wichtig. Deswegen werde ich vielleicht erstmal nur einen kaufen. Und jetzt muss ich kurz mein Aufnahmetool hier unsichtbar machen für mich. So, 700 habe ich noch. Da kann ich theoretisch noch eine Drohne kaufen. Hier so eine Bolter-Drohne. Das ist dann quasi wie so ein kleines Schiff, das um mich rumkreist und mich unterstützt. Und das hat dann auch ein Laser geschützt. Damit können wir auf jeden Fall Raketen ganz gut abwehren mit dieser Kombi. Und auch andere Jäger im Umkreis sind wir erstmal ganz gut gewappnet. Und ich kann eventuell auch schon mal ein bisschen was upgraden. Was ich auf jeden Fall upgraden will, ist hier einmal der Rumpfschaden. Jetzt überlege ich gerade wieder. Das war nicht das richtige Symbol. Da. Upgrade. Und hier will ich den eigentlich auch upgraden. Wobei, nee. Wir könnten die Genauigkeit hier mal erhöhen, damit wir ankommende Raketen besser treffen. Und was kostet mich das, wenn ich hier mir noch eine Drohne dazu kaufe? Das kostet mich 8 Scrap. Das wird auf jeden Fall die nächste Anschaffung sein. Dann haben wir eben noch eine Drohne mehr, die uns da umkreist. So. Oder? Ne, sogar 3. Jetzt haben wir maximal Schiffe 2. Können das aufrüsten auf 3. Ah, okay. Perfekt. Dann schließen wir das mal und nehmen auf jeden Fall nochmal eine Mission an. Vernichten Sie die Feinde im Sektor. Ja, nehmen wir erstmal so eine Mission. Das ist okay. Ah, ne, die Mission muss ich kaufen. Ah, ist das neu? Ich glaube, das ist neu, dass man Missionen kaufen kann. Muss. Aha, okay. Da kommt gerade was reingesprungen. Kolonieschiff, okay. Ja, es gab hier natürlich auch nochmal Updates. Also ich meine, dass man Mission kaufen muss, ist neu. Das hat mich auch gerade... Ah, es kann natürlich auch in der höheren Schwierigkeit liegen. Das ist auch natürlich möglich. Gut, damit habe ich nicht gerechnet. So. Meine Drohnen sind schon mal unterwegs. Jetzt haben wir auf jeden Fall ein leicht anderes Setup als das letzte Mal. Das letzte Mal hatten wir noch den Laser, aber da hat mir einfach die Reichweite nicht gepasst. Und ich muss sagen, hier diese Energiekanonen sind wesentlich besser. Vor allem, um die feindlichen Schilde dann am Ende runterzubekommen, weil man doch sehr viel
ja, früher anfangen kann zu schießen. Die haben eine hohe Kadenz und ich habe einfach das Gefühl gehabt, ich kriege die Schilder mit schneller runter. Gerade wenn man die Kadenz auch irgendwann hochzüchtet, dann lohnt sich das irgendwann eher. Und man kann auch eher nochmal kleinere Schiffe abwehren, die schnell unterwegs sind, als mit dem Laser, der doch ziemlich langsam war. Wobei der natürlich einen ordentlichen Punch hatte. Aber vielleicht gibt es ja irgendwann Schiffe, wo es mehr Slots gibt. Dann kann man den Laser nochmal reinpacken. Das ist durchaus eine Überlegung wert. Ich glaube, ich hatte dann sogar irgendwann mehrere. Beim letzten Durchlauf hatte ich mehrere von diesen kleinen Waffenslots und da habe ich dann einfach da ein paar Laser draufgepackt, weil die haben sowieso eine kurze Reichweite, die kleinen Waffenslots, und da war das dann sowieso, ja, das war okay. Ja, schauen wir mal in die Sternkarte. Wir müssen ja jetzt erstmal ein bisschen Geld verdienen, damit wir uns die Missionen kaufen können. Aber springen wir doch einfach mal dahin. Schauen wir mal, was passiert. Feindliches Schiff, okay. Ja. Also kein Problem für uns. Ja, zwei Thronen reichen mir eigentlich erstmal fast. Vielleicht upgrade ich vorher was anderes. Was haben wir da drüben? Ja, auch mehrere kleine Schiffe. Das ist alles halb so wild. Jetzt werde ich gerade angerufen. Ich hoffe, das hört man nicht in der Aufnahme als Störgeräusch. Vielen Dank, Mob, dafür. Noch alles easy hier. Muss ich reparieren? Nee. Schilder haben alles abgefangen. Was ich ja echt, oder was mich an dem Schiff gerade so ein bisschen stört, ist, dass ich so wenige kleine Waffenslots habe. Das habe ich vorher nicht gesehen. Da hätte ich eventuell nochmal ein anderes Schiff nehmen können. Da wäre das vielleicht besser gewesen. Da hätte ich dann nämlich auch nochmal Schildboost mit reinpacken können. Also das Schiff weiß ich nicht, ob ich das nochmal nehme. Da haben wir auf jeden Fall eine größere Feindansammlung. Da wage ich mich jetzt nochmal nicht ran. Wir springen einfach mal hier hin. Oh, zwischendrin immer dieses Grelle. Es ist schon dunkel hier. Es tut richtig weh in den Augen, ne? Ja, dann machen sie meine Drohnen fertig hier. Aber dann werden schon die nächsten gestartet. Wie viel Geld habe ich denn mittlerweile? 310, das reicht immer noch nicht für eine Mission. Aber da ist ein größeres Schiff. Das rentiert sich dann vielleicht eher. So. Dann greift den Burschen doch mal an. Ah, da kommen auch die Raketen. Da lohnt sich auch schon wieder die Abwehr. Da kommt gar nichts durch. Ja. Meine kleinen Drohnen fangen alles ab. Und meine Kanonen. Also er macht gar keinen Schaden an mir. Aber er hat eine ganz gute Abwehr. Ich muss jetzt auf jeden Fall versuchen, mal an ihn ranzukommen. Und auf jeden Fall auch seine Schilde kaputt zu bekommen. Das wäre sehr gut. Damit ich ihn mit meiner Projektilkanone vernichten kann. Oh, das hat sich ja gelohnt. Da liegt jetzt auch ordentlich was an Kram rum. Ah, die Reichweite von meinen Strahlenkanonen müsste ich neu erhöhen. So, das ist so ein Hilfssignal. Das kann ich ja bestimmt verkaufen. Und jetzt kann ich auch bestimmt mal was upgraden. Ich könnte da irgendwas noch dazu kaufen, aber das lasse ich erstmal. Die Energiekanone, ja, die könnte ich mal in der Reichweite erhöhen. Wie viel gibt es das? 100, ja, das ist schon mal nicht schlecht. Was hat unsere Projektilkanone gerade? 4000, ja, auf Upgrade kostet uns 8, okay. Alles klar, dann eventuell nochmal. Ah, in diesem Sektor kann man nicht reparieren. Ach so, hier, das Gebiet macht sogar schon Schaden. Der scheint sich gerade dorthin zu bewegen, dann springen wir mal dahin.
Ja, haben wir ihn abgefangen. Hallo, mein Freund. Ja, Moment, wieder nur unsere Projektilkanone in Reichweite. Aber meine kleinen Jäger gehen auf ihn los. Verursachen ein bisschen Schildschaden. Meine Energiekanone ist auch soweit mittlerweile. Er hat auch ein paar Drohnen abgesetzt oder eine Drohne. Ja, die Drohnen sind auch ein super Ablenkungsmanöver, weil er teilweise auch mit seinen schweren Waffen auf die Drohnen geschossen hat, anstatt auf mein Trägerschiff hier. Das ist ziemlich cool. So, Sektor gesäubert. Was haben wir hier? Ein Traktorstrahl. Aha. Können wir eventuell verkaufen. Den brauche ich jetzt, glaube ich, erstmal nicht. Jetzt können wir, glaube ich, mal da hoch springen und uns eine Mission holen. Okay. Ach, das gibt uns ja gar nicht so viel Geld. Oh, die gibt es auch sogar umsonst, die Missionen. Na, vielen Dank. Da müssen wir jetzt mal gucken. 8 Runden haben wir Zeit. Wir müssen da unten hin. Machen wir das doch mal. Dö, Autoreise abgebrochen. Feinde in der Nähe. Ja, gut. Ah, da kommen mehrere kleine Jäger. Ah, ne, da ist auch ein großes Schiff. Okay. Da will ich auf jeden Fall, dass die Waffen da drauf konzentriert werden. Die Drohnen sollen sich mal um das Ding kümmern. Oh. Das könnte schon fast ins Auge gehen hier. Oh, shit. Das war's. Ah, Mist, 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 Mist. Da habe ich nicht aufgepasst. Oh. Ja, ein kurzer Ausflug war das. Ich glaube, wir werden auf jeden Fall nochmal eine Runde machen. Ich nehme aber ein anderes Schiff, weil das hat mir nicht gefallen. Ich bin gegen Jäger damit ziemlich anfällig. Gerade auch am Anfang. Ich will was mit mehr Waffen an der Seite. Ja, schade, schade. Ich hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder dabei, auch wenn das jetzt nicht gerade so glorreich war. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag, sagt bis denne und auf Wiedersehen.